Julian Brandt, Thorgan Hazard und Nico Schulz. Drei Neuborussen, die hoch hinaus wollen. Nicht nur sportlich. Besuch auf der Space Needle in Seattle, dem Wahrzeichen der Stadt im Nordwesten Amerikas. Wir sind hier relativ weit oben. Man kann gut die Skyline sehen, man sieht schön aufs Wasser. Ist schon ein Blick, der ist nicht normal, den sieht man nicht so häufig. Der nicht ganz normale Blick von weit oben. Er gilt für Borussia Dortmund auch in der Bundesliga. Vergangene Saison durfte der BVB lange Zeit die Luft ganz oben schnuppern. Leider nicht bis zum Schluss. Jetzt strebt Schwarz-Gelb offensiv nach höheren Zielen. Jeder Fußballer oder jeder Verein sollte sich das Ziel setzen, jedes Spiel in der Bundesliga zu gewinnen. Und dementsprechend kann sich ja jeder auch selbst beibringen, was man wird, wenn man jedes Spiel gewinnt. Deswegen ist es natürlich bei uns der Unterschied, dass es öffentlich kommuniziert wird. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, sind wir alle so ehrgeizig, ja, dass wir nächste Saison, du nennst es hoch hinaus, aber eine sehr, sehr gute Saison spielen wollen und am besten natürlich oder das Optimum rausholen wollen. Der BVB will um die Meisterschaft spielen. Der Rucksack, den sich Schwarz-Gelb schon vor dem ersten Anpfiff umschnallt, ist ein Stückchen schwerer als in der jüngeren Vergangenheit. Aber genau dafür hat die Borussia starke wie selbstbewusste Schultern verpflichtet. I come to this club because I want also more pressure and I think we have it's normal to have a little bit pressure here in this club because it's a big club and with big ambition. Klar, wenn man sich hohe Ziele setzt als Mannschaft, dann hast du am Ende auch dann den Druck, dass du ja dein Wort auch halten willst. Und ja, aber ich glaube, dafür sind wir hier. Dafür ist der BVB, glaube ich, auch gut genug, um dass sie dieses Ziel formulieren können. Und ja, ich hoffe, wir werden eine Saison haben, die viel Freude macht. Julian Brandt, zweifelsohne einer der besten Offensivspieler in Deutschlands Belletage. Man muss kein Fußballexperte sein, um zu wissen, dass der Borussia mit dem deutschen Nationalspieler ein Transfer-Coup gelungen ist. 34 Tore, 40 Vorlagen in 165 Bundesligaspielen. Beeindruckende Zahlen eines erst 23-Jährigen. Ich bin sehr schlecht darin, über meine Stärken zu sprechen. Deswegen werde ich jetzt nicht groß ins Detail gehen. Aber ich glaube, jeder weiß, dass er sich mit Herz, Schweiß und allem, was dazugehört, in die Saison reinschmeißen sollte. Und ich glaube, das wollen die Fans auch von uns sehen. Und ich freue mich riesig auf die Saison, auch wenn jetzt die Vorbereitung erst für mich angefangen hat, aber ich kann es kaum erwarten. Nico Schulz, der neue Flügelflitzer auf der linken Seite. Vom Außenverteidiger dürfen wir in Zukunft einige Vollgasveranstaltungen erwarten. Der 26-Jährige verfügt über viel Tempo und noch mehr Offensivdrang. Der gebürtige Berliner hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesteigert und es bis ins DFB-Team geschafft. Ja, ich kann versuchen, mit meiner Dynamik über die Außenbahn dem Team ein bisschen was zu geben, gleichzeitig auch versuchen, die Seite zuzumachen. Und ja, das Team ist ja doch relativ jung, als ein bisschen erfahrener Spieler vielleicht da auch ein bisschen den Jungen dann weiterhelfen. Thorgan Hazard, der nächste belgische Borusse. Und wie auch Brandt eine weitere gefährliche Option in der schwarz-gelben Offensive. Er gehörte in den letzten beiden Spielzeiten jeweils zu den Topscorern der Bundesliga. Daran möchte der 26-Jährige auch in Dortmund anknüpfen und kündigt zudem Taten an, die Lucien Favre sehr gerne hören dürfte. Nur logisch kennt er den BVB-Trainer doch aus gemeinsamen Zeiten. I will try to score the more goals than last season and also give a lot of assists, but also when I can help the team, I will do that. Because yeah, of course, every player is important for the team, and I think we have a strong team this year. And yeah, my job is to help the team with goals, with assist, and with also good defense. Because I know also the boss want that, so I will defend a lot for the team. Julian Brandt, Thorgan Hazard und Nico Schulz.
Drei Neuborussen mit klaren Zielen vor Augen. Nach dem Besuch in Seattle soll es bald auch in der Bundesliga hoch hinausgehen.